Hallo, mein Name ist Andreas Rinhofer und ich bin Geschäftsführer der Innovativ. Bei der Innovativ betreiben wir die E-Learning-Plattform Spedifort. Wir werden sehr oft auf das Thema App angesprochen, was ist da zu beachten und dergleichen. Dies beantworten wir hier in Videoformat auf diesem Kanal. Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die App überall reibungslos läuft. Das ist egal, ob auf iOS oder auf Android-Geräten, ab sogar Android 6 der Fall. Die App passt sich egal im Tablet-Modus an oder auch im Handy-Modus und ist somit, sag ich mal, universell einsetzbar, sogar manchmal, wenn das Gerät zulässt, wie auf dem TomTom-Navi-Gerät, auf dem TomTom-Bridge-Gerät, auch selbst sogar da abspielbar. Die App wurde mittlerweile in 41 Sprachen in der Menüführung übersetzt. Das ist vor allem wichtig, erstens, wenn jetzt zum Beispiel auch übertrieben gesagt ein polnischer Fahrer sich die App runterzieht, ist die Menüführung in der polnischen Sprache und das erleichtert schon sehr, sehr, sehr viel für die User-Anwendung und man muss nicht denken, ach, wie komme ich da rein. Das andere ist auch, ich habe hier meine eigenen Daten, kann mein Passwort ändern und dergleichen. Dann gibt es den Bereich bei uns einfach meine Kurse und Lehrpläne. Und schon werden meine Kurse, die mir zugewiesen werden, geladen. In der Regel sind das vielleicht 3-4 Kurse pro Fahrer. Im kaufmännischen Bereich sind das vielleicht mehr. Hier bei diesem Test-User habe ich natürlich sehr viele Kurse und Unterweisungen mir zugewiesen. Zum Beispiel den Kurs LKW-Technik. Das ist ein Kurs, wo wir Quereinsteigern erklären, welche verschiedenen Aufliegertypen es gibt. Und man sieht hier, alles ist trotzdem sehr interaktiv. Ich habe auch Videos verbaut in den Kurs. Oder andere interaktive Karten. Und ich kann mich ganz einfach durchnavigieren. Und dergleichen. Ich sehe auch hier das Inhaltsverzeichnis. Jeder Kurs ist bei uns gleich aufgebaut. Und zum Beispiel, wenn ich hier jetzt auf den Tautliner klicke, wird er mir hier erklärt. Und zum Beispiel hier kann ich noch nicht weiterklicken, weil ich mir das Video noch nicht angesehen habe. Das heißt, ich muss mir auch gewisse Sachen ansehen, um weiterzukommen in meinem jeweiligen Kurs oder in meiner Unterweisung. Und erst dann, wenn das Video abgespielt worden ist, verschwindet quasi dieser Balken und ich kann auf Weiterklicken und somit ist auch sichergestellt, dass man quasi nicht nur überfliegt alles, sondern dass man auch quasi wie hier jetzt halt auf Fortsetzen weiter in den jeweiligen Kapitel kommt. Wir haben hier grafische Aufbereitungen. Auch hier mit Pluszeichen zum Aufklicken. Aber was sehr beliebt ist bei unseren Kursen, auch dann die Videos jeweils dazu, wo dann zum Beispiel hier der Tautliner von Andreas Schubert erklärt wird. Bei Unterweisungen verzichten wir überwiegend auf Videos. Der Grund dafür ist, dass wir hier wegen den Datenvolumen sonst an Grenzen vielleicht an gewisse Anbieter stoßen. Telematikanbieter zum Beispiel. Deswegen hat eine Unterweisung zwischen 4 und 6 MB. So ein Kurs mit Videos, wie zum Beispiel dieser Kurs LKW-Technik, kommen wir schnell auf 250 MB. Deswegen ist auch für uns immer wichtig, wer ist die Zielgruppe von einem Kurs und wo rufe ich denn auf. Ich kann mir den kompletten Inhalt auch offline verfügbar machen. Das heißt, ich kann mir den hier downloaden und ich kann auch die App in einen Offline-Modus stellen und dann kann ich quasi meine Lerninhalte abrufen, auch wenn ich keine Internetverbindung habe oder es werden keine Daten gezogen. Wenn ich dann wieder die Statistik zurückspiele quasi ins System, gehe ich hier wieder aus dem Offline-Modus raus und das Thema ist schon erledigt. Das ist auch eine Frage, die wir sehr oft haben. Kann ich eure Kurse auch offline abspielen? Ich glaube, ich habe hier mal einen tollen Einblick in die App geben können. Wenn dazu Fragen sind, schreibt was in den Kommentaren, stellt uns eine Frage, gerne präsentieren wir auch die App persönlich bei euch.
Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, teilt den Kanal und ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Andreas Rinhofer.